So, nach langer Zeit bin ich dann mal wieder da mit einer Aufgabe für euch. Ihr habt ja gemerkt, in dieser Season kam von mir nicht ein Video zu irgendeiner Aufgabe. Hat einfach den Grund, weil es eigentlich inzwischen von Epic so gut erklärt wird, wo ihr die Aufgaben machen müsst. Aber ich habe mich halt doch wieder dazu entschlossen. Weißt du was? Zeigt den Leuten doch, wie es besser geht, schneller geht und wie das Ganze zu machen ist. So, wir haben hier bei der Maya die neue Kopfbedeckung, nämlich einmal ohne. Einmal der Helm, die Mütze, die Mütze, die Mütze. Das sind wieder die normalen Haare. Also man muss keine Kopfbedeckung machen, aber man könnte sie halt machen. Was müssen wir dafür machen? Genau. Maschinenpistolen-Spezialist holen. Was müssen wir dafür machen? Genau. 150 Schaden in einer Runde. Ihr seht, 2 von 5 habe ich schon. Geht auch ganz simpel, aber diesmal nicht in Gruppenkeile, weil Gruppenkeile dauert in meinen Augen einen Tick zu lange. Wo mache ich das Ganze? Genau, im Datenregen. Ich zeige euch auch direkt, wie ich das dann mache. Weil im Prinzip, ihr braucht nur einen, zwei Gegner wegholen und schon habt ihr die Medaille geholt. Also ist ganz simpel. Weil im Datenregen haben wir die Möglichkeit, wenn ihr die MP müsste eigentlich direkt freigeschaltet sein. Selbst wenn ihr den Modus gerade erst, ja, da ist die MP schon direkt. Also selbst wenn ihr den Modus gar nicht gespielt habt, selbst dann habt ihr die im Inventar mit drin. Wir müssen halt nur ein bisschen Glück haben und die direkt schon am Anfang kriegen. Ansonsten wartet gerade einfach, bis die 25 Kills gemacht wurden und dann könnt ihr euch schon wieder auswählen. Weil ich habe den Modus jetzt schon komplett durch, in Anführungszeichen. Also alles, was freigeschaltbar ist, habe ich freigeschaltet mit euch zusammen im Livestream. Aber ich habe es auch schon im Livestream selber gesagt, bei Fortnite an sich ist irgendwie bei mir persönlich die Luft raus. Also für in Livestreams da mit euch zu spielen, macht zwar Spaß, um Gottes Willen, aber so die Langzeitmotivation fehlt mir gerade wirklich. Weil ich habe jetzt Level 100 geschafft. Klar, ich könnte jetzt bis 340 durchsuchten, aber ganz ehrlich, mir gefallen auch die goldenen Skins nicht. So, jetzt sehen wir hier, hier ist schon mal keine Maschinenpistole, da auch nicht. Also gehen wir ganz normal in die Runde rein, nehmen jetzt einfach mal das. Und ihr werdet es auch ziemlich schnell sehen. Wenn ihr da oben, wo 150 Ziel steht, die nächste Tech bekommen wir bei 30 Kills. Also egal wer den Kill macht, wir bekommen halt die nächste Auswahlmöglichkeit bei 30 Kills. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Ihr habt es ja schon an den Medaillen gesehen. Ich habe heute nicht eine Runde Fortnite gespielt, außer halt eben gerade. Ja, ey, Mister. Ja, Pistole, Geheimtrick. Sache, Pistole ist OP und jeder unterschätzt sie. Dann, gucken, ob wir hier noch einen wegsneaken können irgendwo. Ja, da war der Headshot schon dabei. Also der Assist ist schon sicher. Er springt wie ein Känguru. Da haben wir den Bosa. Aim ist da, nur nicht bei mir. Und ihr seht, zweiter Kill, nur mit der Pistole. Man kennt ihn. Ich sage, ich spiele die Pistole inzwischen lieber als fast alles andere. Gott, der denn für eine Leitung. Und ihn noch das zweite Mal weggeholt. Oh wei, oh wei, der arme Kerl. Ich glaube, der ist bedient. Und kommt dann noch ein drittes Mal. Pistole. Mehr muss ich nicht sagen, oder? So, nächste Tasche. Da ist doch schon meine Maschinenpistole. Zack. So, 150 Schaden damit machen. Jetzt wäre es eigentlich sinnvoller, wenn ich mich umbringe, aber ganz entspannt probieren wir hier noch ein bisschen. Er versteckt sich in einem Baum. Also wirklich. So, abwarten, abwarten, abwarten. Ja, der gehört zu mir. Gucken, ob hier irgendeiner rumläuft. Aber mit 21 Leben wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber.
Und ich sehe hier gar keinen. Ja, jetzt müssen wir gucken. Doch, wir haben 3 von 5 jetzt. Ihr seht es oben links, 3 von 5. Ihr könnt auch direkt danach aus der Runde rausgehen. Ist zwar jetzt nicht so die feine englische Art, aber dann, wenn ihr die Kopfbedeckung ziemlich schnell haben wollt, holt die 150 Schaden, geht einfach raus und das zählt trotzdem. Deshalb habe ich es eben auch schon mal ausprobiert. Es funktioniert zweimal, also wird es wahrscheinlich jetzt auch das dritte Mal klappen. Und dann gehen wir mal ganz rasant nochmal rein. So, wir gucken gerade bei der Aufgabe. Wo sind wir? Da oben. Dann müssen wir jetzt eigentlich 3 von 5 haben. Und wie. Da war das Menü mal schneller als ich. Aber hat eigentlich definitiv gezählt. So, wir müssten nämlich dann jetzt 4 von 5 haben. Dann das Ganze noch einmal und schon haben wir das Ganze geschafft. Ich sage ja, und ich fange wieder an, wirklich für euch jede Aufgabe hochzuladen. Also seid wieder bei mir am Start. Und ihr bekommt auch ein bisschen was gezeigt. Ah ja. Ach, der ist am Tanzen. Ich dachte, der wäre voll verbuggt. Lol. So. Ja, ja. Es ist immer dasselbe, gell? In der Lobby, jeder hat eine Pistole entdeckt. Bam, bam, bam. So. Und wie gesagt, wenn euch das schon ganz alles weitergeholfen hat, gerne ein Like da lassen. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wenn ihr wollt, tragt gerne wieder meinen Creator-Code ein, weil da muss ich sagen, außer die richtigen Supporter aus dem Stream ist da einiges zurückgegangen. Also es liegt an euch, einfach ein bisschen Liebe zurückgeben. Und wir gucken jetzt direkt, wo wir den ersten Gegner finden. Weil wenn wir die Waffen nämlich direkt haben, würde ich schon fast behaupten, der erste sind schon mal 100 Schaden, aber dafür muss ich natürlich erstmal sitzen jetzt. Das war der erste. Ja genau, er gibt mir direkt den Headshot. Aber wenn wir jetzt noch hinter einen fliegen, haben wir es eigentlich schon easy. Ich sage ja, einen wegholen, paar Hits noch machen und schon habt ihr das Ganze. Ja, die sind da oben ganz schön am Aufräumen. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Er pusht natürlich jetzt seinen Urgroßvater. Ja, wo bist du denn? Und hat schon gereicht. Gefühlt waren schon 150 Schaden jetzt, oder? Komm. Gegner, Gegner, Gegner. Warte, hier ist der Tresor. Heißt, hier kommen Gegner eh hin. Ah, da sind sie schon unterwegs. Gerade noch ein bisschen warten. Ah, er lungert auch. Gott, der hat die MP verzieht, gell? Aha, jetzt haben wir sie. Heißt, wir können wieder rausgehen. Jetzt haben wir 4 von 5. Machen wir das Ganze nämlich noch einmal und schon haben wir die Herausforderung ganz easy geschafft. Ich sage, die Aufgaben sind generell in dem ganzen Battle Pass eigentlich nicht so schwer. Außer halt die vereinzelten, wo es heißt, lande da, geh da hin, mach das. Falls ihr zu irgendwas Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Entweder helfe ich euch direkt weiter, wenn ich den Kommentar gelesen habe, oder halt andere aus meiner Community. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Ihr wisst doch, kostet nichts. So, jetzt machen wir es noch ein drittes Mal. Ich hoffe, wir kriegen auch direkt die MP. Auf ganz entspannt. Ich sage, ich kann euch nur Operation Datenregen empfehlen. Es macht viel mehr Spaß als Gruppenkeil und bringt in meinen Augen, wenn ihr reichlich Kills macht, ich würde sogar behaupten, mehr XP. Also ich habe dadurch einige Level gemacht. Und denkt dran, weil ich es gerade hier auch wieder gesehen habe, vergisst nicht, wenn ihr hier reinkommt, falls ihr nicht auf der PlayStation seid oder
auf der Switch. Ihr könnt hier schön immer die 10 XP-Punkte noch mitholen für einfach mal eine Wand weghauen. Wenn man natürlich auch treffen würde, nicht so wie ich gerade. Bam, 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 bam. So, und kriegen wir sie direkt nochmal. Hier noch nicht. Ah, hier auch nicht. Puh, davon brauchen wir keins. Aber wie gesagt, einfach die 30 Kills da gerade abwarten und schon müsste man es eigentlich dann bekommen. Man kann natürlich auch Kackrunden erwischen, in Anführungszeichen. Und es dauert halt einen Tick länger, bis man die MP bekommt, aber in der Regel bekommt man die einmal in der Runde mindestens. So, schauen wir mal, wo die. Ja. Ihr hört schon, alle sind mit der MP dran. Alle. Weil natürlich alle jetzt die Aufgabe machen. Ihr seht, hier geht's einfach am schnellsten. So, 23 Leute müssen noch sterben. 21 nur noch. Irgendeiner macht schon wieder Auge auf mich. Oha. Jetzt werde ich aber hops genommen hier. Aber das ist halt auch Datenregen. Die Leute landen hinter einem. Ich sage, mein re persönlicher Rekord in dem Modus waren 33 Kills. Also man kann schon richtig Spaß haben hier drin. Das Problem, was mich stört, sind die ganzen Einblendungen. Ganz ehrlich, dadurch wird halt einfach das Spiel so klein. So, jetzt fehlen uns noch 12 Kills. 11. Und dann kriegen wir schon die nächste Tag zur Auswahl. 10. 9. Natürlich. Ach nee, hier auch wieder nicht. Ah, da ist sie doch. So, jetzt holen wir mal gerade noch schön entspannt die zwei Leute da weg. Ah, da unten haben wir schon den ersten. Haben wir da schon mal den 36? Vergesst halt nicht das Nachladen. So viel Munition habt ihr hier drin nicht. Ah, von wo? Nein, jetzt weggeholt. Ja. Ja, noch haben wir es nicht. Irgendeinen müssen wir noch finden. Klar, die MP ist natürlich für kurze Reichweite. Gott, wer gammelt denn da so nah am Zonenrand rum? Aber ist klar, ein Hit und der Typ stirbt an der Zone, kriegt man ja trotzdem den Kill. Von daher, ich spiele teilweise genauso. Gegner, Gegner. Und haben wir's? Ja. Und wie ihr gesehen habt, 5 von 5. Jetzt gehen wir uns direkt mal unsere Belohnung abholen. Da, wie ihr gesehen habt, das waren jetzt wie viele Medaillen? 3 Stück in ja, 13 Minuten. Ich sag mal, ihr braucht circa, würde ich jetzt behaupten, wenn es ganz schlecht läuft, 20 Minuten, wenn überhaupt. Also, ich denke mal, ihr werdet sogar noch schneller sein als ich. Weil ich hatte jetzt zweimal das Pech und schon haben wir das Helm-Upgrade bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke, dass ihr so lange zugeguckt habt. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, Abo nicht vergessen und in dem Sinne haut rein.